Mit den besten 3D-Soundbars geht es jetzt hier im Programm weiter. Und Sie sehen, wir haben es ja uns schon in unserem Kinostudio gemütlich gemacht, ja, um Ihnen diesen tollen Klang zu vermitteln, den Sie dann auch bald bei Ihrem Fernseher haben werden. Ja, momentan sieht es da wahrscheinlich noch nicht so gut aus, denn Sie haben wahrscheinlich ein tolles Bild bei Ihrem Fernseher, aber der Klang, wie ist es mit dem? Ja, wenn Sie so einen tollen, schönen, ja, klaren Fernseher haben mit einem tollen Bild, der Klang, der leidet immer. Ralf hat mir das mal erklärt, die Fernseher werden immer besser, immer schlanker, immer schöner, aber der Sound, der verschwindet irgendwann. Ja, und zwar ist das kein böser Wille, sondern es ist einfach baulich bedingt. Wenn wir uns so einen 50-Zoll-Fernseher, so einen handelsüblichen, mal anschauen, wie er hier links von mir ist, dann sehen wir auch, und ich stehe mal ganz kurz auf, um Ihnen das nochmal wirklich nahe zu bringen, dann sehen wir, da hat einfach da ist kein Platz mehr für Lautsprecher. Stimmt, ne? Früher bei den großen Röhrenfernsehern war links und rechts so eine breite Straße, da waren Hi-Fi-Lautsprecher, die hatten richtig Wumms. Wenn wir uns das jetzt anschauen, halber Zentimeter um Randung, oben, unten, links, rechts, egal wo. Und das heißt hier in dem Fall jetzt kein Platz für Lautsprecher nach vorne. Das heißt hier, die sind nach unten oder nach hinten verbaut, je nach Modell. Und das heißt, der Ton kommt hier hinten an. Aber wo sitzen Sie? Da vorne im Wohnzimmer. Und da muss der Ton ankommen. Das heißt, viel Klangdefizite. Und der Klang spielt eine große Rolle. Man merkt das, wenn man mal sich einen Film anschaut, ob das ein Horrorfilm, ein Liebesfilm, ein Actionfilm ist, und macht mal den Ton aus. Dann den ganz aus. Dann hört man, da ist keine Spannung, da ist kein Gefühl, da ist kein Action. Das ist einfach gähnende Langeweile. Und Steven Spielberg hat das auch schon gesagt, ein großer Prozentsatz des Erfolges eines Films liegt am Sounddesign. Also nicht nur an der Musik, sondern am ganzen Design. Und dieses Sounddesign, das wollen wir in Ihr Wohnzimmer bringen. Und hier haben wir jetzt eine ganz besondere Soundbar. Sie haben sie vielleicht entdeckt. Unten, das gehört nicht zum Fernseher. Das ist einfach jetzt bei mir davor gestellt. Man könnte es auch drüber hängen. Und mit dieser Soundbar hole ich mir eben diesen Klang wieder zurück. Sehr leistungsstark, 180 Watt Musik, Spitzenleistung. Und Fernbedienung sehen wir natürlich dazu. Aber wir haben hier noch was Besonderes. Und zwar, also die Bedienungselemente sind ganz, ganz einfach. Entweder direkt am Gerät oder natürlich über die Fernbedienung. Auch der Anschluss ist einfach. Wir haben Klinkeranschluss für alle etwas älteren Geräte, aber auch den sogenannten TOS-Link-Anschluss, also den optischen Anschluss, um dann digitale Töne zu bekommen. Bluetooth-fähig ist er auch noch, und da sehen wir noch natürlich etwas, der Subwoofer. Ich habe ihn jetzt nebendran gestellt, aber beim Subwoofer ist es ganz egal, wo der platziert ist. Der kann auch ein Stückchen weg, so wie Sie Platz haben. Nur die Soundbar, die muss unter den Fernseher, damit der Ton, der gesprochene oder auch der gesungene oder gejodelte Ton, ganz egal was, auch dort herkommt, wo das Bild herkommt. Und jetzt haben wir hier bei dieser Soundbar was ganz Besonderes. Da sind nämlich nicht nur so ein linker Lautsprecher und ein rechter Lautsprecher, sondern vier links und vier rechts, also insgesamt 8 Lautsprecher. Und die sorgen jetzt zu dem, warum diese Soundbar 3D-Soundbar heißt. Denn hier habe ich auch auf der Fernbedienung einen kleinen Knopf, der heißt 3D. Und jetzt werden diese verschiedenen Lautsprecher verschieden angesteuert, und dementsprechend habe ich einen komplett raumfüllenden Klang. Wow. Und was Musik oder Sounddesign ausmacht, das werden wir gleich sehen mit einem Blick auf unseren Fernseher. Wir schauen da einfach mal drauf. Das ist ein ruhiges Bild. Und ich werde jetzt gleich Musik dazu anmachen, die überhaupt nichts mit dem Bild zu tun hat. Aber achten Sie mal drauf, was plötzlich mit der Musik für ein Leben, für eine Dynamik im Bild einem suggeriert wird. Also hier sehen wir jetzt ganz einfache rote Muster. Und ich schalte jetzt mal, Moment, kurz die Fernbedienung suchen. Sehen Sie, wie plötzlich die Bilder die Dynamik bekommen. Da ist Leben drin. Das ist natürlich eine bekannte Filmmusik. Aber hier hören wir jetzt, da kommt genau das, was ich hören will. Die Emotionen, die ich rüber haben will. Aber ich mache es jetzt gleich mal wieder ein bisschen leiser, weil das ist, sonst kriegt unser Tonmeister natürlich hier gleich wieder ein Herzkasper. Aber Sie haben gesehen, ich war immer noch im unteren Drittel. Mit 180 Watt Musikspitzenleistung, da kann man auch den Nachbarn mal ein bisschen ärgern. Ja, muss man aber nicht. Es geht um die Klangqualität. Aber hast du das gesehen? Allein dieses rote Muster hier, was das für die Musik, durch die Musik für eine Dynamik bekommt. Und sowas
kann man sich nach Hause holen. Und jetzt nicht nur zum Fernsehschauen, sondern mittlerweile sind das natürlich ganze Musikanlagen, weil Bluetooth-fähig ist diese Soundbar auch. Und ich glaube, heutzutage haben gerade die jungen Leute haben alle ihre Lieblingsmusik auf dem Smartphone, die jetzt verbinden und dann nicht auf einem 1 Watt Lautsprecher im Smartphone hören oder mit den Kopfhörern, sondern mit 180 Watt Musikspitzenleistung. Ich glaube, das ist auch eine ganz andere Dimension des Musikhörens wieder. Ich weiß, du zum Beispiel, du hörst ja beim Staubsaugen Musik, oder? Ja, ich höre immer, wenn ich Hausarbeit mache, so Staubsauge oder irgendwas abputze, ich höre immer dabei Musik. Ich finde, das ist dann so diese emotionale Unterstützung, die man da braucht. Das ist einfach toll, ja. Und wenn man das dann auch mit dieser vollen Intensität bekommen kann, diese Musik, ne, umso besser. Hier haben Sie das. Sie haben es gerade gemerkt, wie intensiv das geklungen hat plötzlich, wie toll das war. Und die Bilder, was Sie für einen Ausdruck bekommen haben, ja. Alleine für Ihre Fernsehfilme dann, für das, was Sie gerne schauen, die romantischen Filme, auch mal das, was dann ein bisschen ja, intensiver vielleicht ist, vielleicht auch was actiongeladen ist. Und das wirkt dann gleich viel, viel mehr, wenn das dann so ein bisschen feuriger wird und man dann auch so das richtig erleben kann, was da losgeht. Das ist natürlich toll und es muss wirklich auch gar nicht irgendwie viele Hunderte von Euro kosten, sondern so eine 3D-Sound, weil hier mit diesen 3D-Soundeffekten für 123,41 €, das ist natürlich schon eine ganz, ganz tolle Sache hier an der Stelle. Überlegen Sie mal, möchten Sie Ihren Fernseher mit diesem Klang unterstützen? Möchten Sie auch mal schön Musik hören? 123,41 €. Und auch noch ganz wichtig bei den Soundbars. Es geht auch nicht nur um Musik und um Filme. Auch selbst wenn du Nachrichten anschaust, du verstehst den Sprecher wieder deutlich, weil er mit Ihnen spricht. Man kann das gern mal vergleichen mit dem Fernseher, wie wenn Sie Ihrem Gesprächspartner den Rücken zudrehen und dann was sagen. Sie verstehen nur die Hälfte, wenn Sie überhaupt was verstehen. Und das ist im Prinzip das Prinzip der Fernseher, die jetzt neu gebaut werden. Vorne so flach wie möglich, so dünn wie möglich, keine Ränder mehr und die Lautsprecher nach unten oder hinten aus eben eingebaut und dementsprechend, die sind ja nicht schlecht, die Lautsprecher, die sind nur falsch positioniert. Und diese Defizite, die gleichen wir hier leistungsstark wieder aus. Was ich ganz vergessen habe, natürlich ist auch ein MP3-Player mit drin. Also Sie können das auch mit einem USB-Stick, wenn Sie da Musik drauf haben, füttern und dann die Musik abspielen. Aber egal, was Sie hören, ob natürlich den Fernsehton, ob von Ihrem Bluetooth, von Ihrem Smartphone oder Tablet oder auch vom Notebook oder dann per MP3-Player vom USB-Stick. Sie haben hier eine unglaubliche Soundqualität und ich glaube, die ist hier gerade schon recht deutlich geworden, obwohl Sie es ja nur über unsere hier Sprachmikrofone hören. Aber ich glaube, da haben Sie schon mal einen Eindruck bekommen, was hier passiert. Und ich habe bei mir zu Hause, ich habe jetzt über ein Jahr schon meine Soundbar installiert und ich hatte so ein richtiges Aha-Gefühl. Ja? Mhm. Du schließt die an und machst den Fernseher an und boah, so kann das klingen. Und über Weihnachten hatte ich Besuch, kurz nach Weihnachten, von einem mir befreundeten Paar. Und der hat auch gesehen, ich habe vor dem Fernseher diese Soundbar. Mhm. Und er sagt, da bringt die was. Dann habe ich gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, pass auf, so klingt es ohne. Und dann habe ich die Soundbar eingeschalten, so klingt es mit. Der hat auch den Mund nicht mehr zubekommen, weil das ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Und Sie werden es nicht mehr missen wollen, diese Soundbar oder auch unsere nächste, die wir gleich haben, je nachdem, was Sie hier damit bezwecken wollen, beziehungsweise was für eine Leistung Sie wollen. Aber Sie werden es auf jeden Fall nicht mehr missen wollen. Schon beim nächsten Film werden Sie sagen, wow, so kann Fernsehen klingen. Ja, wenn man die einmal gehabt hat, eine Soundbar, egal jetzt welches Modell, wenn man einmal eine Soundbar angeschlossen hat, dann will man nie wieder ohne. Nee. Und dann wird man auch denken, wie konnte ich denn vorher überhaupt ohne? Ne, wie konnte ich jemals einen Film ohne Soundbar gucken? Das hört sich doch überhaupt nicht mehr an. Den Klang kann man ja gar nicht ertragen ohne. 123,41 €, die ZX1607 und die 569, unsere 3D-Soundbar mit dem externen Subwoofer. Bitte da gleich zugreifen, dass Sie die auf jeden Fall nach Hause bekommen, weil das ist wirklich richtig toll. Fernbedienung gibt es selbstverständlich mit dazu, sodass Sie die auch perfekt dann schalten können. Für diejenigen, die da etwas mehr Wumms wollen, die sagen, oh ja, Soundbar, ja. Aber das soll natürlich dann auch etwas richtig, richtig Spektakuläres sein. Und wenn ich meinen Fernseher schon mit Klang unterstütze, dann aber auch so richtig. Und dann soll es da auch mal so scheppern können, dass meine Nachbarn das mitbekommen. Und dann soll da auch bei dem einen oder anderen Actionfilm da wirklich die Post abgehen. Da haben wir jetzt hier unsere 6-Kanal 3D-Soundbar für Sie für einen spektakulären Preis. Die hat eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 500 €. Die dürfen wir
Ihnen jetzt hier in dieser Sendung zum TV-Sonderpreis von 284,91 Euro anbieten. Und das ist doch mein Angebot, selbstverständlich. Versandkostenfrei bis vor Ihre Haustür geliefert. Ja, und das ist wirklich ein Hammergerät. Sie werden es auch gleich sehen. Hier, so kann man sagen, man ist ein bisschen zurückhaltend mit der Optik. Man kann das aber auch ändern. Das zeigen wir Ihnen gleich live im Studio. Hier auf der Seite die eingebauten Subwoofer, also hier auch leistungsstark. Und vor allem eine Musikspitzenleistung von 250 Watt. Das ist außergewöhnlich. Diese Soundbar ist wirklich die größte, die wir im Programm haben, aber auch die beliebteste. Weil viele sagen natürlich, wenn ich so eine Soundbar hole, dann will ich das Bestmögliche. Mhm. Und dabei geht es gar nicht so um die Lautstärke. Es geht auch in leisen Tönen um die unglaubliche Klangqualität, mhm, die wir hier haben. Und die hört man bei jedem Ton. Natürlich kannst du damit auch eine ganze Party beschallen, wenn mal die Nachbarn kommen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Optik an. Sie sehen so noch ein bisschen zurückhaltend, aber hier vorne ist eine Abdeckung drauf aus Stoff. Die kann man aber jederzeit runter machen, wenn man das möchte. Und das machen wir mal. Kathi greift auch mal zu. Die ist einfach nur drauf geklippt. Ich glaube, da stellen Sie mal vorne hin. Komm, dann sehen wir sie. Und jetzt schauen Sie mal, was hier rauskommt. 15 Lautsprecher, die unglaublich schick aussehen und die natürlich auch eine Wahnsinnsleistung haben. Jetzt hat man bei so Technik immer Angst. Oh, wie ist das mit dem Anschließen? Und das geht unglaublich einfach. Ich habe jetzt mal das Anschlussmodul hier ausgebaut und wir werden uns das mal ganz kurz anschauen, weil Sie sehen hier eigentlich für den Fernseher relevant, es sind nur diese drei, weil ich habe HDMI, zwei Eingänge und einen Ausgang. Das heißt, wenn ich jetzt einen externen Subwoofer oder auch eine Spielekonsole und einen SAT-Receiver habe, dann gehe ich hier rein und gehe dann in den Fernseher raus. Wenn ich meinen Tuner, also meinen SAT-Receiver praktisch schon im Fernseher integriert habe, wie das viele anbieten, dann muss ich einfach nur den HDMI-Steckplatz, der mit ARC belegt ist, Audio Return Channel heißt das, den belegen und damit in die Soundbar und dann ist es fertig. Das ist ein HDMI-Kabel und dann ist es eben fertig angeschlossen. Warum diesen ARC? Ganz einfach, beim Fernseher, die HDMI-Anschlüsse sind normalerweise nur Eingänge, ja? Und nur einer davon ist ein Ausgang, der also Musik bzw. den Ton rausbringt und das ist der mit ARC gekennzeichnete. So einfach geht das. Natürlich auch weitere Möglichkeiten. Das ist genauso ein Bluetooth-Lautsprecher. Das ist aber auch hier ein MP3-Player, also auch hier per USB-Stick. Und das machen wir jetzt auch gleich mal hier im Studio, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, was wir hier für eine Leistungsstärke haben. Ich drücke jetzt einfach mal einen USB-Stick rein mit ein bisschen Filmmusik. Natürlich hätten wir ihn auch an den Fernseher anschließen können, aber ich mache das jetzt mal hier. Und jetzt... Boah. So, und jetzt siehst du auch, wenn wir jetzt auf die Lautsprecher nachher schauen, das ist jetzt noch ruhiger, da kommt aber noch Action, dann siehst du sogar die Musik, du hörst sie nicht nur. Das ist so eine Begeisterung. Das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich so, wenn man die Musik, hören Sie mal, man kann die Musik sehen, man kann die Musik richtig fühlen, das ist... Oh, da geht einem richtig das Herz aus. Merken Sie das? Man kriegt sofort eine richtige Gänsehaut. Man sitzt da und das ist so ein richtiges Kinoerlebnis. Und man denkt, und das zu Hause, dann bei Ihnen im Wohnzimmer, auf dem Stuhl, dass Sie denken... Das ist jetzt eben Filmmusik hier. Und da kann man, schau mal, hier kommt ja allein nur durch den Ton kommen schon Emotionen rüber. Man kann ja, aber da sitzt doch gleich, also ich als Frau, ich sitze ja gleich bei meinem Mann halb auf dem Schoß bei so einem spannenden Film. Ja. Wenn das dann so spannend ist, und man spürt das ja richtig. So ne? Holt man da, sich. Wenn man sich da erschreckt man sich richtig. Und das ist so richtig, ja, ist das toll, ne? Und dann bei so Liebesfilmen, und dann ist das so, hör mal, wenn das Horrorfilme, so weich wird. Horrorfilme, die leben ja zu unglaublich viel Prozent von den akustischen, also vom Sounddesign sagt man dazu, diese Spannungselemente werden aufgebaut. Also hier, das ist unglaublich stark. Übrigens können Sie hier natürlich auch externe Geräte noch über Stereo-Cinch anschließen. Wenn man einen Plattenspieler hat zum Beispiel, kannst du den gerne über auch diese Anlage laufen lassen. Und es unterstützt auch Ihr 5.1-System. Wenn Sie jetzt ein 5.1-System haben, dann können Sie das hier dran anschließen. Dann haben Sie nur einen enormen Center dann praktisch und die 5.1-Anlage
Anlage auch noch, obwohl man das gar nicht braucht, denn auch hier haben wir ja diesen 3D-Sound, den ich zuschalten kann. Hier sind diese 15 Lautsprecher in 5 Gruppen eingeteilt und dementsprechend, wenn ich 3D drücke, habe ich dann diesen raumfüllenden Klang, der mich wirklich umschließt praktisch, also der nicht nur so von vorne kommt, sondern man hat das Gefühl, er kommt von allen Seiten. Das ist phänomenal, das ist Musikgenuss vom Feinsten, das ist Fernsehgenuss, wie man ihn normalerweise nur aus dem Kino kennt und wirklich unsere leistungsstärkste Soundbar zu einem, wie ich finde, wirklich sehr, sehr humanen Preis, weil sowas kostet im freien Handel mit Sicherheit um die 400-500 Euro und wir haben es unter 300 und hier sehen wir auch mal, auch wenn du Spiele machst, ich habe es vorhin gezeigt, wir haben ja 2 HDMI-Anschlüsse, Spielekonsole dran, egal, ob du FIFA spielst oder Autorennen oder es gibt ja Ballermann-Spiele und was weiß ich, also Ballerspiele, nicht Ballermann-Spiele, aber das ist eine ganz andere Spielerei, wenn du diesen Klang noch dazu hast. Ich glaube, Sie können das zu Hause nachempfinden, nur von dem, was jetzt über unsere Mikrofone bei Ihnen ankommt, was das für ein Klangerlebnis ist. Ja, oder? 284,91 €. Jetzt ist Ihnen der TV-Sonderpreis sicher. Greifen Sie dazu. Also das ist wirklich eine einmalige Investition, die sich auf jeden Fall lohnt, weil man hier einfach viel mehr vom Fernsehen hat. Und man schaut ja so viele Serien, so tolle Filme und die will man auch richtig genießen. Sowas gönnt man sich einmal. Einmal gönnen jetzt und dann hat man einfach dieses tolle Kinoerlebnis zu Hause. Kommt ja auch versandkostenfrei, wird bis vor Ihre Haustür geliefert und dann haben Sie wirklich so einen spektakulären Klang zu Hause wie im Kino. Also das muss man ganz klar sagen, ich würde an Ihrer Stelle auch, darf es noch mal sagen, die Blende vorne abnehmen, dass man hier die schicken Lautsprecher sieht, weil das sieht einfach toll aus. Ich mag das auch super gerne. Ach, genießen Sie es. Unsere ZX1603 und die 569, hier sehen Sie sie nochmal in voller Pracht. Auch mal so zum Musik hören, wenn du dann mal eine Feier hast. Du kannst ja auch so Musik damit hören. Ja, natürlich. Über den USB-Stick, so wie wir es jetzt gemacht haben. Oder natürlich ist das auch ein Bluetooth-Lautsprecher. Also Party-Musik auf deiner Playlist im Smartphone übertragen. Und dann hast du hier eben eine Leistungsstärke von 250 Watt Musik, Spitzenleistung. Und das ist enorm. Da kannst du also wirklich große, richtig große Party die Räume damit beschallen. Das ist doch genau das, was man braucht, oder? Genau das, was man sich wünscht und das ist eine einmalige Sache und dann hat man gleich das Beste vom Besten. Wir machen aber auch noch mal eine kleine Zusammenfassung, wenn Sie jetzt sagen, für meinen Fernseher, da reicht auch das etwas moderatere Modell, selbstverständlich. Auch das haben wir für 123,41 € unsere Soundbar mit dem externen Subwoofer, die ZX1607 und die 569. Ja, sehr leistungsstark, 180 Watt Musik, Spitzenleistung hier in unserem kleinen Filmchen über Fernseher angebracht. Das können Sie natürlich auch machen. Wir haben ihn hier unter den Fernseher gestellt. Das ist egal. Er sollte nur zentral zum Fernseher sein, wo der Subwoofer steht, der hier extern, aber mit dabei ist. Das ist dann ganz egal, weil die Basswellen, die suchen sich auf jeden Fall ihren Weg. Aber hier auch natürlich ein Bluetooth-Lautsprecher mit drin, ein MP3-Player ist mit drin und der Anschluss an den Fernseher über Toslink oder Klinkekabel. Unglaublich einfach. 123,41 €, ZX1607 und die 569. Die Kollegen im Callcenter sind für Ihre Bestellung da unter der 0180 51 51 3 mal die 2 oder Sie bestellen auch gern online unter www.pearl.tv. Dass man eine Soundbar braucht, das ist wohl keine Frage, weil man möchte den Fernsehklang so optimal wie möglich haben. Und wenn schon, denn schon, dann hier das Modell bestellen. 284,91 €, unsere ZX1603 und die 569. Und da hat man einfach diesen unglaublichen Klang und auch die Optik. Also ich finde die Optik einfach auch spektakulär. Beeindruckend schon beim Sehen und aus den Latschen haut es ein, wenn man dann die Leistung hört. 250 Watt Musikspitzenleistung. Unglaublich einfach anzuschließen über HDMI, entweder vom SAT-Receiver praktisch auf die Soundbar und dann in den Fernseher oder, wenn Sie schon einen Tuner im Fernseher haben, über den ARC-HDMI-Anschluss direkt in den die Soundbar. Also einfach anzuschließen und ein unglaubliches Klangerlebnis. Natürlich auch hier per Bluetooth, wenn Sie das wollen. Oder auch über den MP3-Player oder du kannst sogar Fremdgeräte über Stereo-Cinch noch anschließen. Mikrofoneingänge haben wir auch noch. 5.1-Anlagen werden hier unterstützt und das alles zu einem, wie ich finde, unglaublich günstigen Preis.
Ja, 284,91 €. Die ZX1603 und die 569, das ist es einfach. Sowas da stehen zu haben, das ist wirklich schon ganz großes Kino. Die besten 3D-Soundbars hier bei uns bei Pearl TV exklusiv für Sie. Jetzt auch nochmal zu bestellen zu den TV-Sonderpreisen. Und dann sitzt man im Wohnzimmer und dann fühlt man sich wirklich, als wäre man mittendrin im Fernsehvergnügen, im Filmvergnügen, egal was da Ihre Lieblingsfilme sind. Ja? Sie brauchen einfach den besten Klang dafür. Und das geht nur mit einer Soundbar, mit einer 3D-Soundbar. Und wir haben die Ihnen jetzt zu den TV-Sonderpreisen gezeigt. Also ran ans Telefon und bestellen.